So, die Peach-Story wird übersprungen, weil ja keiner genau wissen soll, warum oder beziehungsweise wo Peach jetzt gerade ist. Deswegen wird sofort auf die Bowser-Story gewechselt. Da sind wir also. Und wo ist nun der Tempel mit dem Sternjuwel? Euer Rastlosigkeit, das muss er sein. Ah. Das stimmt, das könnte er sein. Sehr schön, also holen wir uns das Sternjuwel. Auf geht's. Ne, sind hier noch Leute, die wir abfackeln können? Bronzebart, hallo. Schau nur, dieser elegante Brunnen, so etwas ist Kunst. Ja, wirklich, was für ein Kunstwerk. Der Wert wahrer Kunst ist nur schwer in Zahlen auszudrücken. Aber Reiche sind bereit, Geld für Kunst auszugeben. Verborgene Werte sind eben nur schwer zu erkennen. Was reden die denn da? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe von Kunst auch keine Ahnung. Hey, Bronzmut, alles fit? Du bist aber groß. Wie heißt du denn? Ich bin der große Bowser, Handlungsreisender. Ich bin Handlungsreisender. Ja, ich bin Handlungsreisender, man nennt mich Bowser. Handlungsreisender, also Dienstreisen, Hotelbetten, Bestechung. Dienstreisen, Hotelbetten, warum Bestechung? Das ist bestimmt ein harter Job. Und jetzt haben sie dich ausrangiert? Das klingt ja scheiße. Falscher Name. Mein Name ist Kupfried. Komischer Name. Findest du? Dann bin ich halt der große Bowser. Ich bin der große Bowser. Ja, lauf ruhig. Lauf um dein Leben. Was bist du hier? Bist du nicht dieser Barfußlaufende? Hallo. Und wie gefällt dir das Klima in Bad Limmerich? Wie, der große Bowser? Nun, wie auch immer. Ist dieser Panzer nicht viel zu warm? Ist sie nicht heiß? Das habe ich mich noch nie gefragt, ehrlich gesagt. Ja, hab mal keinen Schiss. Oh, Brilliant Tea. Hallo. Ach, mit einem schicken Geweih im Flur würde mein Haus noch eleganter sein. Aber deine Hörner sehen auch recht stattlich aus. Was? Finger weg von meinen Hörnern. Geil, die will die sich denn über den Kamin hängen oder so. Killer gefällt mir. Die haben Humor, gar keinen Schiss, außer halt der Kleine, aber der zählt nicht. Die Tür ist verschlossen. Fuck. Aufmachen. Los, mach auf die Scheißtür. Das Schloss ist zerbrochen. Lol. Oh, das Schloss ist auch was für ein Glück. Ja, dann geh mal rein. Ich weiß genau, wer uns da drin erwartet und ich mag ihn nicht. Das Sternjuwel ist da. Mal wieder. Das Replikat, was er meinte. Ah, das muss es sein. Bowser hält das Sternjuwel. Seine Kraft beträgt jetzt 1. Er lernt die Attacke Superfit. Nee, wie heißt das doch? Superfit, glaube ich. Oder so ähnlich. Oder Powerfit. Sternfit. Guau, endlich habe ich ein Sternjuwel. Für wahr, eure Zufriedenheit. Ach, wie das glitzert. Da ist er. Gestatten Inspektor Ping-Pong-Ball. Seines Zeichens Privatdetektiv und Hohepriester aus Bad Glimmerich. Wen haben wir denn da? Ihr seid Diebe, genau. Ich irre mich nie. Du bist ja auch Inspektor Ping. Was redest du da? Ich bin... ein mysteriöser Dieb. Ich bin Bowser, der mysteriöse Meisterdieb. Und dieses Sternjuwel nehme ich an mich. Das finde ich cool. Jan, die Kamikaze-Diebin. Was? Ein Meisterdieb? Das scheint mir ein ernsthafter Fall zu sein. Aber andererseits... dieses sogenannte Sternjuwel ist ein billiges Imitat. Nimm es, wenn du willst. Was? Ein Imitat? Crap, es ist auch kaputt gegangen. Und ihr stellt es im Tempel aus, als ob es echt wäre? Also, wo ist das Original? Das echte habe ich einem guten Freund Luigi gegeben. Dass ausgerechnet Luigi uns zuvorkommt. Diese Brüder sind alle beide unausstehlich. Es ist wirklich zu dumm, dass die uns immer zuvorkommen. Aber die Frage ist, wo diese Gestalten jetzt... Ja, jetzt ist das Fenster kaputt. Euer Boshaftigkeit. Ach, ein Goomba. Paragoomba, was gibt es denn so Dringendes? Ich bringe neue Informationen. Es scheint, als wurde Peach in der Nähe des Äonentors gesichtet. Was? Peach? Das Äonentor? Was denn das schon wieder? Das Äonentor müsst ihr doch kennen, euer Hirnlosigkeit. Die Legende sagt, dass sich hinter dem Tor ein unsagbarer Schatz befindet. Ah,
Los, wir brechen auf, wir schnappen uns Peach und deinen Schatz. Vorwärts, Kimmy Cooper, geht das nicht schneller? Der Sike walkt erstmal zur Tür. Inspektor Pink checkt nix. Luigi, lass dich nicht unterkriegen. Ich heiße nicht Luigi. Wir sind Mario. Oder mindestens war Luigi. So, ach, wir sind immer noch hier. Gut, dann können wir ja weiter chillen. Endlich haben wir alle 7 Sternjuwelen. Damit können wir jetzt auch das legendäre Tor öffnen. Nur eine Frage. Wo haben diese Kerle nur Peach hingebracht? Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sollten wir zurück nach Rohling. Vielleicht weiß Professor Gumbart ja, wo wir Prinzessin Peach finden können. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Das sollten wir auf jeden Fall nachgucken. Weil wir sind jetzt sehr weit zurückgegangen. Was mich persönlich freut, weil jetzt brauche ich nicht so weit latschen zum Aufzug hier, um nach unten zu Peach zu kommen. So, dieser Teleporter war wo? 2-1-1-2-0-2-1. Ich weiß nicht genau, wo der war. Wo war er? 1 oder 2? Scheiße, wenn mein Gehirn doch nur besser funktionieren würde. Was ist denn los hier? So, hier ist jetzt Peaches Aufenthaltsort. Der alte wahrscheinlich. Aber wie cool sogar mit der Musik. Dim, 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 dim. Ach, voll langweilig. Was macht Heck wohl gerade? Oh, die Tür geht auf. Magic. Nein. Sag, Mario, kannst du auch eine Dusche nehmen? Kannst dich in die Dusche reinstellen, aber mehr auch nicht. Naja, auch Wayne. Geh mal kacken. Hä, wieso kann ich da nicht runterspülen? Ist auch ein Rohr. Ach, Wayne, wen interessiert's? Ab zu Tech-Tech-Alonio, unserem kleinen Kollegen. So, Razor, du sorgst mal für die nötige Geschwindigkeit. Und dann müssen wir mit dem kleinen Roboter reden, ja. Ist nicht mal ein Roboter, ist... Ja, nee, ist nicht. Ist ein Computer. Ein sehr intelligenter Computer, muss man sagen. Er ist einer mit der intelligentesten Computer, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja, ja. Hallo, Tech. Wo zum Henker? Oh. Oh. Ja, Tech startet sich neu. Was ein Glück. Identifiziere Mario. Erbitte Bestätigung. Yo. Mario, endlich. Ich bin Tech, der Zentralcomputer dieser Mondbasis. Ich muss dir etwas mitteilen. Dringend. Prinzessin Peach ist... Ich dachte, die haben ihn formatiert. Sie ist... Formatiere. Hauptspeicher gelöscht. Generatorleistung sinkt. Notstrom, Aggregat und Backup-Daten sichern Basisfunktionalität. Mario, Prinzessin Peach ist nicht mehr hier. Du musst Peach retten. Peach befindet sich im Äonenpalast. Crucius hat sie dorthin gebracht. Diese Information musste ich übermitteln. Ein Äonenpalast. Energieversorgung versagt in Kürze. Evakuierung nach Rohling über Transporter. Transporterraum befindet sich in UG2. Öffne Transporterraum. Brauchst du gar nicht, habe ich schon gemacht. Sie haben deine Prinzessin also in den Äonenpalast gebracht? Ja, ja. Sofort evakuieren. Stromversorgung für Transporter zu schwach. Leite gesamte Energie oben auf Transporteranlage. Oh, wie nett. Hey, und was soll denn aus dir werden? Umleiten der gesamten Energie bewirkt. Irreversible Abschaltung aller Systeme. Rettung von Prinzessin Peach hat jedoch höhere Priorität. Begegnung mit Peach ermöglicht mir Einsicht in Konzept der Liebe. Nett. Systemzusammenbruch ignorieren. Menschen sind wichtiger als Computer. Mario, du musst Prinzessin Peach unbedingt retten. Bitte, Mario. Und sag Prinzessin Peach bitte. Dass ich ihr danken möchte. Werde ich ausrichten. Geht in Ordnung, Tech. Beeilt euch, ihr müsst schnell zum Transporter. Und Mario, du musst Peach. Er ist weg. Das System von Tech hat sich abgeschaltet, höchstwahrscheinlich. Also Bomber, retten wir Peach, das sind wir diesem Computer schuldig. Gar nicht. Sind wir überhaupt nicht. Warum ist denn jetzt alles rot geworden hier? Sieht doch kacke aus. Muss ich ja ekelhaft.
UG2, Transporter, bla bla, irgendwas war auf der linken Seite, soweit ich mich erinnere, oder rechts? Links, rechts, links, rechts, geradeaus, Mitte? Ah, ich hab keine Ahnung. Das ist ein komischer Laden hier. Ich glaube, es war hier. Oder war das hier nicht? Wenn es hier nicht war, dann gehe ich halt raus und suche anderswo weiter. Ja, genau. Ich suche einfach woanders. Mir scheißegal. Ich finde den Ort schon, wo das war. Könnte es hier gewesen sein? Ja, hier war's. So, Teleporter nutzen, bitte. Na dann, tschüss. Peach, lebe wohl. Hä? Wieso hat er sich denn jetzt in die Luft gejagt? Das ergibt ja mal voll keinen Sinn. Wayne. Da war doch gerade was. Hast du es gehört? Nö. Hab nichts gehört. Oh, da bist du ja, Mario. Wer sagt das? Bitte nicht. Ach, scheiße. Hier bin ich. Ihr seid zurück vom Mond. Habt ihr das Sternjuwel? Was? Ihr habt das geheime Hauptquartier der Kruzion auf dem Mond gefunden? Dann habt ihr also auch Prinzessin Peach gesehen. Nein, aber nicht. Nun ja, fast. Dieser Kruzionenboss hat sie zu diesem Tor verschleppt. Also doch. Ich hatte vorhin ein ungutes Gefühl und bin zum Ionentor gegangen. Da habe ich gesehen, wie ein verdächtiger Kerl mit der Prinzessin im Tor verschwand. Echt? Ich dachte, man braucht alle 7 Sternjuwelen, um das Tor zu öffnen. So war ich hier stehe. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich fürchte sehr, Prinzessin Peach ist in Gefahr. Wir müssen also schnellstens das Tor öffnen und der Prinzessin helfen. Ich gehe schon vor. Ihr kommt nach, so schnell ihr könnt. Mach ich. Theoretisch müsste ich mit Racer sogar schneller sein als du. Außer ich bekomme eine Mail. Dann natürlich nicht. So, Mail Receiver, Rat und ein Geist. Ein Fluch. Ah, der schon wieder. Der ist eh der Geilste. Kjo, der Geistesglimmerländer spukt weiter. Ach, der Geist. So, ich dachte jetzt einer dieser Kisten. Du fragst dich, wie ein Geist Mail schreibt? Ich habe Besitz vom Schaffner ergriffen und seine Hände genutzt. Aber sorge dich nicht, es geht ihm gut. Das ist eine nette Nachricht. Ich führe jetzt wieder mein Tagebuch, damit mein Leben dokumentiert wird, selbst wenn es das Leben eines Untoten ist. Kjo. Dir viel Erfolg bei deinen Abenteuern und bedenke, noch ist dir der Zugang ins Reich des Toten verwehrt. Obwohl ich mich freuen würde, dich zu sehen. Kja, haha, Geist von Abteil 4. But first, let me take a selfie. Ich frag mich gerade, wer das Foto von ihm gemacht hat. Radausgabe 7, Sonderausgabe, Rolling heute. Schockierender Skandal, heute in den frühen Morgenstunden. Rackety 55 ohrfeigte Corsario 25 in der Taverne. Der Grund war eine verspätete Lieferung von Lebensmitteln. Schwätzende Seeleute hatten Corsario 2 Stunden lang in der Taverne aufgehalten. Glücklicherweise war die einzige Folge der Tat ein temporärer Gedächtnisverlust, der Corsario die Erinnerung an etwa 2 Stunden vor und nach dem Ereignis raubte. Achso, ja, klar, logisch. Ein zufällig bei der Tat anwesender Boxpromoter soll angeblich versucht haben, Rackety für eine Karriere im Ring zu begeistern. Skandale ereignen sich immer wieder. Und was für den einen ein ganz gewöhnlicher Vorfall ist, mag für den anderen ein Skandal sein. Aber die Skandale in dieser Stadt sind alle geprägt von der Liebe der Bürger zueinander und zu dieser Stadt. Läuft, Rackety im Boxring, kann sich das irgendwer vorstellen? Also ich nicht. Also schon, wie die einen manchmal anschreit, aber... Shopping-Detektiv, heute stellen wir die Nordwind-Boutique in Großfrostheim vor. Gefroren, so sagt man hier, sind die Pilze am besten. Tatsächlich ist auch die Qualität der übrigen Waren herausragend. Kommentar der charmanten Verkäuferin Bombine. Hier ist es zwar ein wenig kalt, aber gute Kunden wärmen mich jederzeit gerne mit einer kleinen Explosion das Herz. Es klingt nett. Ich freue mich auf viele Kunden aus dem schönen Rohling. Gelegenheiten zum Einkaufen ergeben sich immer wieder und der Shopping-Detektiv wird auch in Zukunft neue Läden erforschen, dem treuen Leser an dieser Stelle herzlich dankend. Herzlichen Dank oder so. Rezeptecke. Heute präsentieren wir unser letztes Rezept, das Paarmal. Es gibt einen Eishasen. Was? Gibt man einen Eishasen in eine Pfeffersuppe? So erkältet die Suppe... Ach, erkaltet, ups.
und man kann seinen Gästen ein paar Mal präsentieren. Ein idealer Start für unvergessliche Abende mit ganz speziellen Menschen. In gutem Essen zeigt man die wahre Form der menschlichen Seele. Danke für viele Anregungen und Tipps und lasst es euch schmecken. Zum Schluss, die letzte Ausgabe ist erreicht. Am Anfang war es schwer, dieses Rad ins Rollen zu bringen. Aber wir glauben, unsere Leser sind zufrieden und wir sind stolz, es bis hierher geschafft zu haben. Danke für alles und vielleicht liest man sich ja mal wieder. Herausgeber, Redaktion, Förderverein Rohlingen. Gefunden. Was? Das Finale. Der Bonusdienst für treue Leser. Insider News. Cool, das geht noch weiter. Im letzten Moment erreichte uns Nachricht von Wim Quizmo. Quizmo. Ist das nicht... Warte, Quiz... Quizmo ist doch der aus dem ersten Spiel, oder nicht? MM44, der beliebte Quizmaster, hat sich in letzter Zeit zurückgezogen, um an dem neuen Quiz Wer ist der Ehrliche zu arbeiten. Die Vorbereitungen für das Quiz haben mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet, so die Aussage des beliebten Stars. Deshalb mussten Auftritte in der Öffentlichkeit zurückstehen. Aktivitäten in der Zukunft werden mit Spannung erwartet. Geheime Rezepte. Nutzt man ein Item namens Punktetausch für Experimente in der Küche, so ist das Ergebnis im Gericht ein Gericht mit vertauschter Wirkung. Und das heißt, nutzt man einen Punktetausch für ein Item mit geringer Wirkung, dann... Nun, das sollte man wirklich mal selbst ausprobieren. Naja, das verstehe ich nicht. Wenn ich solchen Pilze- und Punktetausch reintue, kriege ich dann so einen Blütenzeugsaft oder was? Und damit sind wir wirklich am Ende. Danke allen, die bis zur letzten Zeile mitgelesen haben. Gerne. Sehr, sehr gerne. Nicht. Aber war trotzdem lustig. So. Jetzt kommen wir ins Dings. Jetzt möchte ich hier auf jeden Fall... Nee, halt der Protektor. Ich weiß nicht, brauchen wir den jetzt noch? Wer könnte uns denn jetzt noch schwindelig machen oder sowas? Eigentlich niemand mehr. Also möchte ich hier jetzt endlich, nach 10 Milliarden Jahren, den Schnellwechsel einlegen. So. Brauchen wir hier sonst noch was? Das brauchen wir nicht, das auch nicht. KP-Sägen, was ist denn das? Angriffskraft 1, Netz, Müll. Ice Power könnten wir, glaube ich, irgendwann wieder gebrauchen. Ich tue ihn einfach rein. Ich weiß nicht, ob hier noch Flammen kommen, aber ich meine, es kommen hier noch Flammen. Jetzt gleich im Äontor. Später im Äontor. Deswegen muss man die unbedingt mal angelegt haben hier. So, jetzt muss ich mich aber beeilen. Nee, halt, ich beeile mich gar nicht. Ich beende den Part vorzeitig. Ist mir Wayne. Oder schaffe ich es noch, einen aufzuwerten? Ja, schaffe ich noch. Ich habe nämlich, glaube ich, genug Insignien dafür, dass ich noch einen Charakter aufwerten kann. Wir haben zwei gefunden. Eine hatte ich left, weil wir 7 hatten. 6 haben wir ausgegeben. Ja, passt schon. Jetzt müssen wir noch einen Charakter aufwerten. Wahrscheinlich Barbara. Und dann müssen wir Erona leider immer noch warten lassen. So, wessen Rang möchte ich erhöhen? Ich möchte Barbara erhöhen. Oh, Erona hat leider kein Upgrade bekommen. Wie überaus traurig. Ich glaube, wir kriegen auch im Äontor noch ein oder zwei Insignien oder so. Es kann auch sein, dass ich so voll viel vergessen habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß, wie gesagt, auch nicht alles über das Spiel. Ich weiß nicht, wo man jeden Sternsplitter herkriegt. Sowieso nicht, weil das sind voll viele in diesen Bodenplatten. Oder darunter diese Klappböden, die man mit der Arschbombe halt so flippt. Ich weiß aber jetzt nicht genau, wo die alle sind. Und an die Insignien weiß ich auch nicht alle. Ich weiß auch nicht jeden Orden oder sonst irgendwas. Auch die Rezepte weiß ich nicht auswendig. Die muss ich unbedingt im Netz nachgucken, sonst habe ich das verkackt. Ach ja, so, wie lang ging jetzt die Aufnahmesession? 2 Stunden und knapp 40 Minuten. Das sind umgerechnet in Parts-Timer durch 20, 2, 3, 8. Crank. Naja, der Spielfortschritt war dafür enorm. Wo haben wir angefangen? Ja doch, überleg mal, wo wir angefangen haben. Wir haben gerade diesen Glimmer-Dings fertig gehabt. Also wir waren gerade in der Stadt, haben uns den Ultrahammer geholt. Da haben wir angefangen. What? Nice. Killer. Ja, und dann haben wir das komplette 7. Kapitel durchgezogen. Nicht schlecht, kann man nicht motzen. So, ich speichere nochmal, ich vergesse das nämlich gerne mal. Und dann rege ich mich auf. So, jetzt habe ich ganz sicher gespeichert, das vergesse ich nie wieder. So, auch nach dieser 8-partigen Session möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Und hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Let's Play Paper Mario 2, die Legende vom Äontor, mit mir, Barbara, in den Katakomben und Waluigi. Bis dahin, Leute, macht's gut und tschüss.